Ha, ich grüße dich, Freunde, wir beide heute mal wieder. Neun Tabakersatz auf meinem Kanal für euch. Und zwar haben wir heute Hooker Squeeze, ne? Ich sage immer Hooker Squeezy. Und zwar haben wir heute den Minze. Ich dachte mir einfach, ich probiere heute mal den Minze aus. Hier sehen wir einfach nur ein Minzblatt und hier steht auch einfach nur Mint 50 Gramm. Jetzt sage ich nochmal, wie das Ganze von innen aussieht. Ist halt grün, ne? Für Minze. Ne? Ist diese Dampfpaste hier schon, ne? Ist diese Dampfpaste ja hier schon ein paar Mal vorgestellt. Heute dachte ich mir einfach, ich bringe mal wieder einen Tabakersatz. Ich habe lange keinen Tabakersatz gebracht. Und ich bringe heute einfach mal Minze. Ne? Ich dachte mir, das kann man doch mal machen. Ja, vom Geruchlichen, was soll das sein? Minze, ne? Minze sagt schon vieles. Einfach noch eine richtig geile Minze. Es ist total dieser geile Teil von Limette Minze, finde ich, von der schönen Limette Minze Pfeife. Aber dieser schön erfrischende Teil. Und riecht richtig schön authentisch. Und richtig schön intensiv, eine leicht kühlende Note. Zeige es an der Oberlippe. So eine leicht kühlende Note hat man in der Nase. Das ist jetzt überraschend. Aber gar nicht so schlecht. Ich denke mal jetzt schon vorab, werde wahrscheinlich nicht so lange drüber reden, weil ja, es ist einfach nur Ukaspis Minze, ne? Da kann man jetzt nicht viel über Minze erzählen. Aber ich dachte mir, ich pick mir einfach mal die Minze raus. Earns Sapphire Number 9, das ist der Sapphire Number Squeeze, also der extra für Dampfpaste gemacht ist. Alufolie, 3 Black Coco-Kohlen. Fast bis zum Rand umgebaut und ja, gib ihm, Freunde. Ja, vom Dampf kann man nicht meckern, würde ich sagen. Also würde ich sagen, so. Ist ja Wahnsinn, wirklich. Aber man muss dazu sagen, es schmeckt halt wirklich nur nach Minze. Ne? Also man hat wirklich einfach nur was leicht Kühlendes, was mich so ein bisschen verwundert. Weil kühle Minze, ne? Müsste ja der Arctic Mint draufstehen. Ich finde persönlich, es ist geil. Also es ist wirklich geil, weil es einfach nur pure Minze ist. Es ist schön kräftig, leicht eismäßig, so richtig schön geschmacksintensiv. Und ich muss sagen, ich fände das richtig geil. Ich fände das richtig geil, wenn man das mit einem Tabak mischen würde, der keine Minze hat. Also wo man jetzt wirklich sagen würde, den kann man damit mischen. Was kann man denn damit mischen? Das Problem ist, es gibt das meiste mit Minze schon. Ich finde aber, das meiste ist immer so eine drückende Minze, nie so eine schöne erfrischende Minze wie hier. Weil Dampfpaste kann sich auch, kann man auch dafür verwenden, dass man damit einen Tabak einfach mischt. Ne? Ich würde jetzt sagen, zum Beispiel, eine schöne Pfirsich, eine schöne Blaubeere würde damit gehen, weil sie, wie gesagt, eine frische Note, also es ist nicht diese normale Minze. Ich finde, diese normale Minze ist einfach nur Bumm Minze drin und dann ballert die ein bisschen im Schädel und nicht so schön frisch, wie sie hier ist. Also ich finde sie hier richtig schön frisch. Heißt, sie holt aus dem normalen Tabak noch ein Stück mehr raus, noch diesen Minze-Flavor. Ich würde sagen, dass ich auf jeden Fall nochmal ein Video mache, wie ich Dampfpaste mit Tabak mische. Ich habe jetzt den passenden Kopf dafür und dort würde ich dann sagen, mischen wir doch mal Minze mit irgendwas Geilem, ne? Also was irgendwas Geilem, was keine Minze hat. Also man kann natürlich das mit allem mischen, aber irgendwas, was passt, Freunde. Ich finde es wirklich sehr, sehr entspannt zu rauchen, weil einfach schöne, frische, kühle Minze. So stelle ich mir einen geilen Tabak vor. So müsste es auch im Tabak geben. Das fände ich schon geil. Also einfach nur frisch. Ne? Erinnert mich ein bisschen an Ice Black Mint von der Wacha. Das muss ich dazu erwähnen, Freunde. Ansonsten, Preise hier kosten diese Döschen 5 bis 7 Euro. Also immer irgendwas dazwischen. Ich verlinke euch das Ganze mal in der Beschreibung. Und übrigens hat jemand mal gesagt, dass ich immer Hooker Squeezy sage. Ich habe mit dem Hersteller auf der Messe gesprochen und da habe ich gesagt, findest du es eigentlich schlimm, wenn ich immer Hooker Squeezy in meinem Video sage? Er meint so, Squeezy hört sich süß an, also kann ich ruhig machen. Also ich darf auch Hooker Squeezy sagen, Freunde, aber ich werde versuchen, immer Hooker Squeeze zu sagen. Hat mich ja schon mal einige darauf hingewiesen. Freunde, holt euch die Paste, wenn ihr aber auf was zum Mischen steht, auf eine geile Münze, auf eine geile Minze. Ja, auf eine, jetzt sage ich es richtig, erst sage ich es falsch und dann sage ich es richtig. Auf eine geile Münze natürlich steht, auf eine geile Minze.
freuen. Und ansonsten Daumen nach oben, schenkt links an, schauen wir uns im nächsten Shisha-Video wieder. Haut da rein, bis dahin. Ja, schönen Schruben auch, liebe Shisha-Freunde.